Wie gehen Sie mit sich selbst um? Wie gehen Sie mit Ihrer eigenen Endlichkeit um? Eine Frage, die ich Menschen gerne stelle, ist, wie sie mit sich selbst umgehen. Ist das immer wertschätzend, freundlich und die Grenzen der eigenen Menschlichkeit achtend? Mein Name ist Sebastian Mauritz, ich beschäftige mich mit Resilienz, der eigenen Fähigkeit, flexibel mit Stress umzugehen. Und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kenne Menschen, die gehen mit sich selbst, sagen wir mal, suboptimal um. Ich glaube ja, dass der Umgang, den viele mit sich selbst pflegen, durchaus diverse Straftatbestände erfüllt, wenn er denn öffentlich würde. Kaum ein Mensch geht mit anderen Menschen so schlecht um, wie er es manchmal mit sich selber tut. Ich nicht. Sie? Natürlich auch nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, da draußen gibt es einige von dieser Sorte. Ich finde das schade, weil doch immerhin die längste Beziehung, die ein Mensch hat, die Beziehung zu sich selbst ist. Man könnte sogar sagen, der wichtigste Mensch in Ihrem Leben sind Sie. Klar, wir haben diese Form des gesunden Egoismus nicht oder, naja, nur ansatzweise gelernt. Und was wäre, wenn Sie jeden Tag ein bisschen besser mit sich selbst umgehen? Egal, ob Sie das jetzt Selbstliebe nennen, die nebenbei bemerkt, nur öffentlich praktiziert für Aufsehen erregt, oder sei es Selbstwertschätzung, Selbstakzeptanz, Selbstannahme, was auch immer. Es geht immer um den guten Umgang mit sich selbst. Bleibt die für mich wichtigste Frage, wie kann ich das machen? Wie kann ich das für mich leben? Dazu fällt mir eine Geschichte ein, die von einem älteren Herrn handelt. Und zwar die Art von Menschen, die, wenn man sie anschaut, einfach gute Laune bekommt. Kennen Sie die auch? Man blickt sie an, man bekommt gute Laune. Ich gehe dann gerne auf sie zu und frage, wie machen Sie das? Wie schaffen Sie das, so gut im Kontakt mit sich, mit der Welt und ja, sichtbar Ihrer Lebensfreude zu sein? Nun bin ich also zu besagtem älteren Herrn hingegangen und habe ihn gefragt, wie machen Sie das? Und er war kurz verwirrt und mit einigen Erklärungen, was ich damit genau meinte, sagte er dann, dass er mir das gerne sagen könne, ich es aber nicht weitererzählen dürfte. Er fügte hinzu, dass, wenn überhaupt, ich es doch bitte heimlich machen sollte. Ich war neugierig und ich hatte eine Zwickmühle. Ich wollte es natürlich wissen und ich wollte es natürlich weitererzählen, wenn es anderen Menschen helfen könnte. Ich teilte mein Dilemma mit ihm und er sagte, ich erzähle erst mal, dann können Sie entscheiden. Er fragte mich dann, wie ich morgens vorm Spiegel stehe, ob und wie ich mit mir selber spreche. Ich sagte, dass ich mich nicht unbedingt jeden Tag im Spiegel mag. Sie wissen, das Spiel heißt, ich kenne dich nicht, ich wasche dich trotzdem. Und dann sagte er, ja genau, genau da beginnt es. Er sagte, wenn ich morgens vorm Spiegel stehe, dann schaue ich mich an und sage, hey, du Geschenk an die Welt. Lasse heute dein Licht über die Welt strahlen, die Menschen dein Wissen von deinen Lippen trinken. Ich fand das ziemlich irritierend. Mir wurde in diesem Moment auch klar, warum er meinte, dass man das doch bitte heimlich machen sollte. Er fragte mich dann noch, was für mich als Geschenk an die Welt anders wäre und sagte sowas wie, wie würden Sie denken? Wie würden Sie mit sich selbst sprechen? Wie würden Sie sich fühlen? Was würden Sie tun? Wie wäre Ihre Körperhaltung? Wie würden Sie atmen? Öffentlich am besten mit einem T-Shirt, wo groß draufsteht, hey, ich bin ein Geschenk an die Welt, ist das, sagen wir mal, ein wenig schwierig. Aber der heimliche, gute Umgang mit sich selbst, den merkt doch keiner. Wie würden Sie als Geschenk an die Welt heimlich
und im vollen Kontakt zu ihren Kompetenzen und Fähigkeiten mit sich selbst umgehen? Und was wäre dann anders? Woran würden es andere merken? Wer würde es zuerst merken? Ein Hinweis noch, weil ich aus eigener Erfahrung sagen kann, dass einem nicht überall der sichtbare Kontakt zu tiefer Freude gegönnt wird. Sollten Sie in einer Kultur leben, wo es verdächtig ist, wenn Sie öfter oder sogar immer gute Laune haben, dann kann ich Ihnen einen Tipp anbieten. Lernen Sie klagen, ohne zu leiden. Das ist dann sowas wie eine Pressemitteilung, die mit der Wahrheit und wie es wirklich ist, wenig oder auch überhaupt nichts zu tun hat. Sie liefert nur der Öffentlichkeit die Erklärung, mit der sie etwas anfangen kann. Und das als Geschenk an die Welt, mit einem guten Kontakt zu ihrer inneren Quelle der Lebensfreude und Lebenskraft. Eine letzte Frage noch. Was kann sie jeden Tag aufs Neue an den guten Umgang mit sich selbst erinnern? Was kann das sein? Weil ich auch annehme, dass Sie immer mal wieder den Kontakt zu Ihren Ressourcen vergessen werden. Was kann Sie erinnern? Und wie können Sie Ihr Vergessen vergessen? Mich erinnert diese Karte. Und wenn ich Ihnen eine dieser Karten schenken soll, dann schicken Sie mir einfach einen frankierten Rückumschlag. Die Adresse finden Sie unten. Mit großem Dank an Gunther Schmidt für die Inspiration von heimlichem Geschenk an die Welt zu heimlichem Geschenk an die Welt wünsche ich Ihnen einen klaren Geist, einen gesunden Körper und ein Lächeln im Herzen.